Das Abendmahl, Teil 1 der Ostergeschichte. Jesus wollte mit seinen Freunden, den Jüngern, das Passafest feiern. Das Passafest ist das wichtigste jüdische Jahresfest und wird mit einem gemeinsamen Abendessen eröffnet. Jesus schickte Petrus und Johannes in die Stadt, um das Fest vorzubereiten. Sie sollten dafür einem Mann folgen, den sie auf dem Weg trafen. Den Besitzer des Hauses, in das er ging, sollten sie bitten, seine Räume zu nutzen. Das funktionierte auch. Als Jesus mit seinen Jüngern beim Passa-Abendmahl saß, nahm er einen Eimer und begann jedem Einzelnen die Füße zu waschen. Petrus wollte das nicht, weil es eigentlich üblich war, dass ein Angestellter seinem Chef die Füße wusch, aber nicht ein Lehrer seinen Schülern. Jesus erklärte ihm: Ihr sollt genau so miteinander umgehen, wie ich gerade mit euch umgehe. Keiner soll sich wichtig machen. Nein, helft euch gegenseitig. Seid jederzeit bereit, anderen Gutes zu tun, auch wenn es sich um erniedrigende Dinge handelt. Danach nahm Jesus das Brot und zerbrach es. Er gab jedem der Jünger ein Stück davon und sagte: Dieses Brot steht für meinen Körper, den ich für euch geben werde. Esst alle davon. Dann nahm er einen Becher mit Wein, reichte ihn herum und sagte: Dieser Wein steht für mein Blut, das fließen muss, damit eure Schuld vergeben werden kann. Trinkt alle davon. Feiert dieses Abendmahl regelmäßig und erinnert euch immer daran, dass ich euch durch meinen Tod befreit habe und ihr ein neues Leben haben könnt. Dann wurde Jesus traurig. Leider wird einer von euch mich an meine Feinde ausliefern. Da fingen die Jünger an, sich gegenseitig zu fragen: Wer von uns könnte denn so etwas Bösartiges tun? Petrus sprang sogar direkt auf und sagte zu Jesus: Nein, niemals! Ich würde sogar für dich sterben! Petrus, noch bevor morgen die Sonne aufgeht, wirst du dreimal behaupten, mich nicht einmal zu kennen. Jesus wusste, dass Judas ihn verraten würde und warnte ihn auch vor seiner Tat. Aber Judas hatte es sich schon so fest in den Kopf gesetzt, Jesus zu verraten. Das Geld, was er für den Verrat bekam, war ihm mehr wert als seine Freundschaft zu Jesus. Nach dem Abendmahl ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Park, um zu beten.